Der Tunneldurchgang da, der soll sich ja auch verändern. Darf ich Sie noch mal kurz ansprechen, meine Damen und Herren? Wenn Sie hier eine Meinungsäußerung tätigen zu anderen Personen, gehe ich davon aus, dass das einen Versammlungscharakter hat. Diese Versammlung wäre nicht angemeldet. Und das ist dann eine verbotene Versammlung. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie jetzt eine Versammlung abhalten wollen, dies selbstverständlich bei mir noch vor Ort anzumelden. Sollten Sie das nicht tun und ich erkenne hier irgendwelche Meinungsäußerungen, werde ich eine Anzeige fertigen müssen. Nein, Sie möchten uns verbieten, in eine Demokratie, in öffentlichen Raum, Sie überhaupt zu aufzuhalten. Ich verbiete und da. Ja, Sie haben das gerade gesagt, diese Spielregeln für Versammlungen. Versammlungsrecht ist ein hohes Gut. Stehen darf man, mir geht es darum, man darf keine Meinungen äußern. So, ja, und das finde ich ein Eingreifen. Und was ist, wenn man das anmeldet? Eine Zusammenkunft von mehreren Personen. Die Meinung. Könnte man ja auch. Das muss man nicht. Können wir hier einfach stehen und Händchen halten? Das ist doch eine Geste. Freundschaft, ja. Freundschaft, ja. Ja, Völkerverständigung. Anmelden als Versammlungsleiter mit Namen und dann ist das gebrochen. Dann können wir hier eine Versammlung machen. Und dann werden die einzelnen Modalitäten umgeklärt, wie die Versammlung abgehalten wird. Mehr ist das nicht. Die Einschränkungen, die werde ich dann mit dem Polizeiführer absprechen. Ich denke mal, das wird dann sich auf eine stationäre Versammlung beschränken. Weiter nach oben. Anmelden. Noch weiter. Wir machen eine Menschlichkeit. Ja, ganz hoch. Höher als das und das dahinter. Was ist denn hier überhaupt los und was geht das denn hier heute? Weiß das jemand? Wir haben nach Angaben der Polizei haben wir hier eine verbotene Versammlung, aber eigentlich sind wir Freunde des Goetheplatzes. Weil die Marktfläche ja ein vermieteter Raum auch ist. Hochhaus hier. Ja, das ist doch genau das Problem. Ich meine, wenn das hier so eng wird, genau, dann kann man ja gar keinen Platz mehr für den Markt machen, genau, oder? Und jetzt spürt man das hier. Ach ja, okay. Ach so, muss man anders? Wie denn? Wir hätten jetzt auch die Auflage erteilen können, woanders diese Veranstaltung abzuhalten. Ja. Das ist ja nicht in Ihrem Sinne. Also in meinem ja sowieso nicht. Ich bin ja Presse. Von daher ist im Sinne der Teilnehmer. Ja. Und darum sage ich, hier einen Weg lassen, dass die Leute durchkommen, ja, die Leute okay ansprechen, dass es hier noch enger wird. Ja, das ist ja klar. Das ist im Versuch. Ja, das ist eine gute Idee, ja. Wir haben es geschafft! Die Menschenkette steht! Das ist nicht zu weit. Das ist nicht zu weit. Ja, die wird nicht mehr sein. Nee. Ja, wie spreche ich die Dame an? Also ich. Ich sag von Ihnen, also das denke ich mal. Und sagen, es wird kein Verkehrsprivileg geben, weil durch IKEA maximal 15% mehr Verkehr sein wird, als bei Karstadt gewesen wäre. Und dann kommt jedes Mal ritualmäßig, sage ich, ach, haben Sie inzwischen gezählt, weil Sie ja immer zugeben mussten, dass Sie damals nie gezählt haben. Dann sagt er, das ist eine rückwirkende Prognose, die Sie nämlich hätten aufgrund der Verkaufsfläche, die Karstadt hatte, rechnen Sie hoch, wie viel ein Kaufhaus mit einer solchen Verkaufsfläche an Autoverkehr hat. Planungswerkstatt Große Bergstraße, die hat stattgefunden Anfang des Jahrtausends, 2001 bis 2004, wo alle Schichten und beteiligten Geschäfte, wo Anwohner alle aus dem Viertel beteiligt waren und ihren Willen geäußert haben. Dieser Wille bestand darin, dass man kleinteiliges Gewerbe unten und darüber günstiges öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau schafft. Mit vielleicht ein bisschen Gastronomie, Kultur und so weiter. Genau das ist nicht gemacht worden, obwohl die Bezirksversammlung das damals einstimmig 2004 beschlossen hat, diese Äußerung des Bürgerwillens
zu respektieren und umzusetzen, hat man genau das Gegenteil gemacht. Man hat IKEA hierher geholt mit all den Folgen, die jetzt sind, und hat nichts umgesetzt von dem, was die Menschen wollen. Das ist der Skandal dabei, und dass man jetzt so weitermacht und das Ganze Bürgerbeteiligung nennt. Und dasselbe sehen wir jetzt in anderen Sachen, Zukunftsplan Altona oder Masterplan Altona oder so. Es läuft wieder ganz genauso. Oder jetzt mit dem Goetheplatz. Man sagt, wir richten einen Workshop ein, wo die Menschen sagen können, was sie wollen, aber festgelegt ist bereits, dass der halbe Goetheplatz zugebaut wird und die andere Hälfte von IKEA beansprucht wird und nur noch eine Schneise, eine Passage, Windpassage übrig bleibt. Und da können die Leute sagen, ob sie irgendwie um den Mülleimer rum eine Bank haben wollen, die so oder so beleuchtet ist. Das ist das Einzige, was jetzt in diesem Workshop entschieden werden kann. Alles andere ist vorher entschieden worden und festgelegt worden und werden die Menschen, die Bürger, nicht, überhaupt nicht gefragt, sondern im Gegenteil. Man macht das, wenn sie was äußern, genau das Gegenteil davon. Das ist die Bürgerbeteiligung in Altona. Ich bin Anwohnerin, habe sozusagen jetzt über den Aufruf erst überhaupt davon erfahren, dass hier dieses Gebäude abgerissen wird. Das dachte ich mir schon. Es ist auch nicht besonders schlimm, dass es abgerissen wird, weil es auch nicht besonders ansehnlich ist. Aber ein sechsstöckiges Gebäude kann ich mir hier so gar nicht vorstellen. Dass das Viertel sich sozusagen verändert, ist klar. Mit IKEA ist es auch klar. Aber dass es diesen Bebauungsplan für dieses Gebäude gibt, davon habe ich erst gestern erfahren. Was würden Sie sich hier wünschen, wenn Bebauung neu? Nicht so hoch und so, dass zumindest dieser Platz erhalten bleibt und dass der Charakter dieses Platzes erhalten bleibt, dass es tatsächlich noch einen Platz gibt. Ja. Wie ich dann dazu stehen würde, dass Herr Brun doch hier sozialen Wohnungsbau hinbauen will. Ich bin der Ansicht, das ist honorig, das kann er gerne machen, aber eben auf den Grenzen seines Grundstücks und halt eben auch angemessen hoch. Nicht, dass hier ein Windkanal entsteht und dass der Platz weiterhin für die Menschen belebbar bleibt oder es wird. Und wir wünschen uns halt eben, dass die Stadt kein öffentliches Gelände verkauft für Investoren, sondern dass die Stadt mit den Bürgern für die Bürger plant. Und gegen sozialen Wohnungsbau haben wir absolut nichts einzuwenden. Wir haben auch nichts dagegen einzuwenden, dass was anderes dahin gebaut wird. Das ist nicht nur die Spitze, es wird ja auch in den Platz reingebaut, 6 bis 8 Meter. Und dadurch wird es sehr schmal, sehr eng. Der Wind kommt ja meist vom Westen, der wird da durchfegen, gegen Pia prallen. Und es wird ja riesig hoch, das kann man nicht visualisieren. Es wird, die beiden unteren Stockwerke werden 4 Meter hoch, weil das Einzelhandel wird. Und obendrauf kommen nochmal 4 Stockwerke plus ein Staffelgeschoss. Es wird höher als das Gebäude. Und es wird höher als die Haspa hinten. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Es wird alles zu sein. Es wird auch die Häuser, die dort stehen, die werden kein Licht mehr haben. Ich muss mich da mal fragen, wer was das Volk will. Aber das ist die Frage. Was kann ich Ihnen genau sagen? Wir haben mal hier ein langes Bürgerbeteiligungsverfahren gehabt. Das kann ich Ihnen vorlesen, was Volkeswille ist. Die verschiedenen Charaktere der grünen Freiräume im Gebiet sollen bewahrt sowie funktional und gestalterisch mit gezielten Maßnahmen weiter verbessert werden. Durch eine gemeinsame nachbarschaftliche und künstlerische Gestaltung von Grünflächen, öffentlichen Plätzen, siehe hier, und anderen Nachbarschaftsräumen entfalten sie ihre jeweilige Eigenart und werden unverwechselbar. Und was hier passiert, ist genau das Gegenteil. Die ist Vernichtung von öffentlichem Raum, Vernichtung von öffentlichen Plätzen. Und das hat mit dem, was im Zukunftsplan mit Hunderten von Leuten entwickelt worden ist, unter über einem Jahr intensiver Arbeit mit den Bürgern, was der Bezirk hier initiiert hatte, wo viel Geld reingeht. Und das wird mit Füßen getreten hier.